Ich laufe jetzt gerade Richtung Kolokita Beach. Es ist mega windig heute. Mal ist mir zu Lunda fast wie ein See, so flach und glatt. Und heute hat es selbst auch ein bisschen Wellen. Und es ist aber super angenehm. Es ist Ende Juli. Es ist 30 Grad. Aber mit dem Wind zusammen ist es mal perfekt, um ein bisschen zu wandern. Und darum mache ich mich mal auf zum Kolokita Beach. Wir sind schon mal hingefahren, so weit wie dort, wie man kann. Und es war mega überfüllt. Es wird fast jeden Tag mega überfüllt sein. Es halten halt auch Schiffe dort. So Rundfahrten. Und durch das hat es sicher immer all die Leute, die hinfahren, plus die, die mit dem Schiff kommen. Müsste man am Morgen früh oder eher gegen Abend, später Abend, also vielleicht so abends 7 Uhr. Ja, dass man noch ein Plätzchen hat, wo man ist. Es ist einem egal, wenn es halt voll ist. Und heute ist ein gar kein Badetag. Es ist wirklich mega windig. Es windet einem fast fort. Hinten ist auch das offene Meer, es wird recht Wellen haben, denke ich. Und darum gehe ich jetzt mal hin und hoffe, es hat nicht so viele Leute. Zum Laufen ist es mega angenehm, vielleicht so eine halbe Stunde. Also von Nachtenbruck. Vielleicht 40 Minuten von Elunda Plaza aus, würde ich sagen. 3/4 Stunde Maximum, wenn man normal läuft. Es ist zwar angeschrieben 3 Stunden, die vorderste, aber ich glaube, ja, das zählt vielleicht für sehr, sehr alte Leute oder für kleine Kinder. Sonst, und hin und zurück wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, ein normal fitter Mensch hat hin und zurück maximal 1,5 Stunden. Die meisten fahren natürlich und dann ist es nachher noch etwa 5 Minuten laufen vom Parkplatz aus. So, und jetzt sind wir hier am Meer Richtung Agios Nikolaos und Richtung Nordosten. Das ist mega schön. Die Griechen gehen auch gerne hier hin, am Wochenende. Da sind sie viel da bei den Felsen unten. Hat ja auch ein bisschen Kiesstrand. Thank you.
Das sind Parkplätze, Kolokita. Aber man sieht selbst heute, an einem windigen Tag, hat es hier noch ein paar Leute. Ausblick. Ein mega kleiner Strand, wie man sieht. Ja, ist herzig, ist ein Sandstrand natürlich, schönes Wasser. Aber dadurch, dass er so klein ist, ist er normalerweise mega voll. Also jetzt ist er gerade richtig leer. Wenn dann hier ein Schiff ankommt, wo 20 Leute aussteigen und hier eine Stunde hängen und chillen, dann ist der Strand gerade sofort halt komplett überfüllt. Viele für sich. Das sind jetzt die Leute. Sieht das cool aus. Mega schön.